Die SS Jeremiah O'Brien ist ein sogenanntes Liberty-Schiff. Sie wurde gebaut, um die alliierten Streitkräfte während der Invasion Europas mit Truppen und Vorräten zu versorgen. Man nannte sie ein hässliches Entlein und sie war eine leichte Beute für deutsche U-Boote. Die meisten ihrer Mannschaftsmitglieder hatten noch nie zuvor das Meer gesehen. Dennoch taten sie auch in größter Gefahr ihre Pflicht. Wie konnte das Schiff so lange Zeit überdauern, um 50 Jahre später wiederbelebt und zur Erinnerung an die Veteranen erneut in See zu stechen? Es war ein besonderes Schiff und eine besondere Mannschaft. Am 6. Juni 1944 transportierten über 5000 alliierte Schiffe Soldaten und Ausrüstung in die Normandie. Es war die größte Armada, die jemals in See stach. Die Titelseiten berichteten hauptsächlich von den großen Kriegsschiffen, die ihnen Feuerschutz gaben. Doch die direkte Verbindung zu den Stränden stellten die Liberty-Frachter her. Fast unbewaffnet trotzten sie den Gefahren von U-Booten, Torpedobooten, Minen und Flugzeugen. Die Liberty-Schiffe mussten die gefährliche Überfahrt durch den Ärmelkanal immer wieder überstehen. Ihre Ladung bestand aus Munition, Panzern, Lastwagen, Benzin und Verpflegung. Inmitten dieser Armada fuhr die Jeremiah O'Brien, die diesen Krieg im Gegensatz zu vielen anderen Schiffen überstehen sollte und so eine Legende begründete. Das einzige aktive Schiff aus dieser Armada, das noch immer fährt, ist die Jeremiah O'Brien. Ich finde das unglaublich. Das sind die beiden Frachtwinden. Sie betreiben den Haken. Sie können ihn über das Deck und über den Pier bewegen. Zwei Arbeiter holen damit die Ladung aus dem Frachtraum und laden sie auf den Pier ab. Oder umgekehrt. Wir sind dabei, die Hauptmotoren zu starten. Wir entfachen die beiden Zentralöfen, die den Kessel mit Hitze versorgen und Dampf erzeugen. Es ist eine großartige Geschichte, wie eine inzwischen in die Jahre gekommene Mannschaft ihre Jeremiah O'Brien vor dem Schrottplatz rettet und diese dann auf eine ungewöhnliche Reise über den Atlantik steuert. Die Geschichte beginnt mit dem eiligen Bau des Schiffes zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. 6. Mai 1943. Die Jeremiah O'Brien wird in der Werft von South Portland im US-Bundesstaat Maine auf Kiel gelegt. Doch die Entwürfe waren unausgereift. Bei ihrem Kriegseintritt besaßen die USA keine Handelsflotte. 91% der zivilen Schifffahrt wurden durch andere Staaten abgewickelt. In den 10 Werften, die in der Lage waren, Schiffe von bis zu 120 Metern Länge zu bauen, waren nur 46 Docks vorhanden. Die Verzweiflung der Briten wurde immer größer, als die deutsche Luftwaffe ihren Schrecken auch über London verbreitete. Gewaltige Brände machten die Nacht zum Tage. Die belagerte Insel musste bereits ein Viertel der zum Überleben notwendigen Güter per Frachtschiff ins Land importieren lassen. Doch die deutschen Jagd-U-Boote versenkten die Schiffe schneller, als die Briten diese bauen konnten.
Also baten sie die USA, ihnen Schiffe zu bauen, hauptsächlich Versorgungsschiffe. Als man Präsident Roosevelt die Pläne für die Liberty-Schiffe zeigte, bemerkte er, ich glaube, dieses Schiff wird gute Arbeit leisten. Es wird viel Fracht transportieren. Es ist nicht sehr hübsch, ein richtiges, hässliches Entlein. Er hatte recht. Die Jeremiah O'Brien ist ein hässliches Entlein. Die Jeremiah O'Brien hat nur einen Motor und das ist eine Dreifach-Expansionsdampfmaschine. Zum Zeitpunkt ihrer Konstruktion war dies bereits eine veraltete Technologie. Doch sie war sehr einfach herzustellen. Die Motoren waren einfach zu bedienen. Es dauerte nicht lange, die Matrosen einzuweisen. Obwohl statt Kohle leichter zu handhabendes Öl als Treibstoff verwendet wurde, änderte sich nichts an der Behäbigkeit des Schiffes. Der Motor betreibt einen Viererpropeller mit 46 Umdrehungen pro Minute. Die Geschwindigkeit des Schiffs liegt bei nur 11 Knoten. Üblich waren damals um die 18 Knoten. Eigentlich war sie schon veraltet, als sie gebaut wurde. Die Geschwindigkeit hingegen, mit der man sie bauen konnte, war beeindruckend. Henry John Kaiser war verantwortlich für die Massenanfertigung der Liberty-Schiffe zu Beginn der 40er Jahre. Er war ein Querdenker, voller Energie und neuer Ideen. Er hatte die Idee, die einzelnen Schiffsteile an verschiedenen Plätzen innerhalb der Werft zu konstruieren, um sie anschließend zusammenzubauen. Das verkürzte die Bauzeit dieser Schiffe erheblich. Doch mit der beschleunigten Bauweise kam es auch vermehrt zu Unfällen. Am Anfang des Krieges dauerte es noch 4 bis 6 Monate, ein Liberty-Schiff zu bauen. Doch sie kamen schnell an den Punkt, dass sie durchschnittlich 2 Monate benötigten und dann schließlich nur noch einen. Die Idee war, sie schneller zu bauen, als sie versenkt werden konnten. Wenn sie nur eine einzige Überfahrt nach Europa überstanden, hatte es sich schon gelohnt. Am 19. Juni 1943 lief die Jeremiah O'Brien vom Stapel. Wie jedes andere Liberty-Schiff kostete ihr Bau $1.750.000. Sie ist 135 Meter lang und 17 Meter breit. Bei einer Nettolast von 10.920 Tonnen hat sie 8,5 Meter Tiefgang. Voll aufgetankt kann sie immer noch 9.146 Tonnen Fracht tragen. Als Handelsschiff während der Kriegsjahre musste sie militärisch und ökonomisch nutzbar sein. Der US-Marineausschuss baute die Schiffe und eine Firma hatte die Generalvollmacht, sie den Dampfschifffahrtsgesellschaften zuzuweisen und den Handelsfirmen eine Tagespauschale für jedes Schiff zu zahlen. Die Gesellschaften waren verantwortlich für die Bemannung und für die Überfahrt. Denn es waren Handelsschiffe, die auch militärische Güter transportierten. Das Militär war für diese Aufgabe noch nicht gewappnet. Die Mannschaft der Jeremiah O'Brien war zweigeteilt. Die Kanonen wurden von jungen Marinesoldaten bedient. Die Mannschaft der Handelsmarine war eine bunte Mischung aus Kriegsfreiwilligen. Beide Mannschaftsteile waren gänzlich voneinander getrennt. Nicht viele Menschen wissen, was die Handelsmarine ist. Sie besteht aus Mitarbeitern privater Dampfschifffahrtsgesellschaften. Sie leben davon, die Schiffe zu beladen und die Fracht in die ganze Welt zu transportieren. Alle möglichen Menschen kamen an Bord dieser Schiffe. Einige waren Bauern, andere Fabrikarbeiter. In der Handelsmarine war es so gefährlich,
dass sie nach ein paar Überfahrten oder sogar schon nach der ersten kündigten und der Armee beitraten, in der es viel sicherer war. Während des Zweiten Weltkriegs bestand die Mannschaft aus 46 Männern der Handelsmarine und zwischen 16 und 26 Marinesoldaten. Diese Soldaten waren eigentlich Matrosen der US-Marine. Sie wurden den Handelsschiffen zugeteilt. Ihre Aufgabe war es, die Kanonen zu bedienen, um die Schiffe zu beschützen. Die vordere Kanone am Bug der Jeremiah O'Brien ist vom Kaliber 89 mm. Normalerweise war sie mit etwa 8 Soldaten bemannt. Dann gibt es 8 20mm Geschütze, 4 auf jeder Seite. 2 vorne, 4 im Bereich der Brücke und 2 hinten. Bei der Jeremiah O'Brien hatte das Geschütz 8ern ein Kaliber von 89mm. Die Mannschaft der Handelsmarine gliederte sich in traditionelle Fachabteilungen. Es gab einen Kapitän und 2 Hauptabteilungen, Maschinenraum und Deck. Außerdem gab es einen Funkoffizier, der eine Art eigene Abteilung darstellte. Um die heterogene Gruppe aus zivilen Spezialisten zu kommandieren, absolvierten die Offiziere der Liberty-Schiffe ein spezielles Training. Die Akademie der Handelsmarine in Kings Point, New York, wurde in den 1940er Jahren vom Marineausschuss errichtet. Ihre Aufgabe war es, Offiziere für die Handelsmarine im Zweiten Weltkrieg auszubilden. Es ist die einzige Akademie, die ihre Schüler während des Krieges entsendet. »142 dieser Schüler von Kings Point starben während des Krieges bei Angriffen. Keine andere Bundesakademie kann das behaupten.« Am 20. Juli 1943 verließ die Jeremiah O'Brien den Hafen von Boston, nur einen Monat nach ihrer Fertigstellung. Captain Oscar Sutherland hatte versiegelte Befehle erhalten, die er erst öffnen durfte, nachdem das Schiff den Hafen verlassen hatte. Wie alle Liberty-Schiffe war es für eine Seetüchtigkeit von 5 Jahren konstruiert. Doch die Marine war schon damit zufrieden, wenn es gelang, nur eine einzige Ladung vorbei an dem im Atlantik lauernden Feind nach Europa zu bringen. Jeremiah O'Brien überquerte den Atlantischen Ozean mehrfach. Auf diesen Überfahrten wurden die Konvois der Alliierten immer wieder von deutschen U-Booten angegriffen. Deutschland kontrollierte mit seiner U-Boot-Flotte bis Anfang 1944 einen Großteil des Atlantiks. Als die Konvois zahlreicher wurden und man sie besser beschützte, wendeten die U-Boote eine Rudeltaktik an, indem sich 5 bis 7 U-Boote zusammenschlossen und warteten, bis ein Konvoi vorbeikam.
In den ersten 18 Monaten nach dem Kriegseintritt der USA waren die deutschen U-Boote sehr erfolgreich. Allein im Juli 1943 versenkten sie 61 Schiffe mit zusammengerechnet 350.000 Tonnen. Es waren viele Opfer zu beklagen. Die Jeremiah O'Brien war nur ein Schiff in einer stetig wachsenden Armada von Liberty-Schiffen, die sich großen Gefahren ausgesetzt sahen. Das System von Convoys wurde während des Ersten Weltkriegs von den Briten entwickelt. Sie erachteten es als erfolgreich. Die Idee ist, je mehr Schiffe man in einer Gruppe hat, umso weniger werden versenkt. Denn umso weniger sind für den Feind erreichbar. Die Konvois bestehen aus 50 bis 200 Schiffen. In 10 Reihen sind jeweils 5 bis 10 Schiffe. Man hatte einen großen Block. Die Liberty-Schiffe waren von den Begleitschiffen abhängig, die eine Art Schutzring um den Konvoi bildeten. Genau diesen Ring versuchten die U-Boote zu durchbrechen. Oftmals durchbrachen die U-Boote den Schutzring. Eine nervenaufreibende Erfahrung für die Mannschaft der nur schlecht gepanzerten und äußerst langsamen Jeremiah O'Brien. Die Männer schliefen voll bekleidet und in ihren Schuhen. Sobald irgendein Notfall eintrat, mussten sie zu den Rettungsbooten gelangen. Ein paar Maschinisten auf diesen Schiffen waren schon einmal torpediert worden. Sie hielten auf dem obersten Deck des Maschinenraums Wache und überprüften alle 15 Minuten die Motoren. So ängstlich waren sie. Unter Deck war es besonders gefährlich. Hier war man von der Explosion eines Torpedos, hereinströmenden Wassermassen oder heißem Dampf aus geborstenen Rohren unmittelbar betroffen. Der Schraubentunnel führt durch den Schiffsrumpf hindurch. Man ist dort unterhalb des Meeresspiegels. Die Zerstörer des Konvois warfen Wasserbomben ab, um die U-Boote abzuwehren. Hier drin zu sein, während draußen die Bomben explodieren, ist furchterregend. Wenn ein schwach gepanzertes Liberty-Schiff von einem Torpedo getroffen wurde, der selbst ein Kriegsschiff hätte zerstören können, hatte die Mannschaft im Maschinenraum kaum eine Chance zu überleben. Wenn man getroffen wird, ist man sehr heißem Dampf ausgesetzt. Es kann einem die Lunge verbrennen. Also versucht man, die Lunge so gut wie möglich zu schützen. Ich hatte immer einen sauberen Lappen in meiner Tasche, den ich in meinen Mund stecken und so schnell wie möglich den Maschinenraum verlassen konnte. Eigentlich hatte man keine Chance zu entkommen. Es ging viel zu schnell. Neben den Angriffen von U-Booten und Flugzeugen bestand, vor allem in der Nacht, sowie bei Nebel und schlechtem Wetter, das Risiko einer Kollision mit anderen Schiffen. Im Konvoi zu fahren, konnte sehr nervenaufreibend sein, denn es gab keine Kommunikation über Funk. Man musste natürlich Funkstille halten, damit die U-Boote keine Signale aus dem Konvoi empfingen. Man verständigte sich mit Blinklicht und Signalflaggen. Meistens kam dies vom Kommodore eines einzelnen Schiffes, welches die Verantwortung für den gesamten Konvoi trug. Sobald sich der Konvoi auflöste, waren die einzelnen Kapitäne wieder alleine für ihr Schiff verantwortlich. Bei schlechtem Wetter konnte es passieren, dass sie dachten, ihr Schiff sei immer noch im Konvoi. Doch am nächsten Morgen merkten sie, dass sie ganz alleine waren. Sie mussten dann versuchen, den Konvoi wiederzufinden und einzuholen. Jene, die ihn nicht wieder einholen konnten, waren verloren. Sie wurden von den deutschen U-Booten versenkt. Kein
Keine Reise der auf dem Nordatlantik kreuzenden Liberty-Schiffe verging, ohne tragische Anekdoten der Veteranen, die Zeuge dieser Schrecken geworden waren. Er sah mich an und sagte, er sei schon 6-mal von einem Torpedo versenkt worden. Sogar 2-mal an einem Tag, auf unterschiedlichen Schiffen. Er hatte morgens den Hafen von New York verlassen und wurde auf einem Tanker nahe der Küste von New Jersey versenkt. Man erhielt seinen Sold für 30 Tage. Er war bereits 30 Tage auf See gewesen und wollte nicht länger bleiben. Spät nachts nahm er ein Schiff, das nahe der Küste von Long Island versenkt wurde. Er erzählte von Schiffen, die so stark vereisten, dass sie sich neigten und zu kentern drohten. Die Crew musste das Eis abschlagen, während sie versuchten, den U-Booten auszuweichen. Die Kälte des nordatlantischen Winters war für die Jeremiah O'Brien ebenso gefährlich wie die feindlichen U-Boote. Die Schiffe waren nicht genietet, sondern zusammengeschweißt. Dies verstärkte den Rumpf. Doch bei eisigen Temperaturen, unruhiger See und Überlast konnte der Rumpf auseinanderbrechen. Etwa ein halbes Dutzend Liberty-Schiffe ging in den ersten Tagen verloren, bevor verschiedene Rumpfverstärkungen dieses Problem lösten. Die größte Gefahr waren die niedrigen Wassertemperaturen, in denen ein Mensch nur wenige Minuten überleben kann. Man hat sogar Rettungsboote gefunden, in denen Menschen an der eisigen Luft erfroren sind. Weitere Gefahren lauerten in der Nähe deutscher Luftwaffenstützpunkte, die entlang der nordeuropäischen Küste verteilt waren. Die deutsche Luftwaffe schickte Condor-Bomber. Sie beschossen die Schiffe und warfen Bomben. In der Nähe der Küste kam die Messerschmitt 110. Die Mannschaft eröffnete das Feuer auf jedes nicht identifizierte Flugzeug, das näher kam als 1,5 Kilometer. Diese heldenhaften Männer der Handelsmarine im Zweiten Weltkrieg haben Unglaubliches durchgestanden und nur wenig Aufmerksamkeit dafür erhalten. Bei ihren ersten 3 Überfahrten gelangte die Jeremiah O'Brien sicher ans Ziel. Doch bei ihrer 4. am 25. März 1944 wurde ihr Glück auf eine harte Probe gestellt. Die Invasion der Festung Europa brachte sie an die Strände der Normandie. Es war einer der entscheidenden Tage im Verlauf des Zweiten Weltkrieges. Am 6. Juni 1944, nachdem die amerikanischen Kriegs- und Landungsschiffe den Verteidigungsring der Deutschen durchdrungen hatten, begann der Kampf um die Versorgung der bereits gelandeten Truppen. Die Jeremiah O'Brien war mittendrin. Sie überquerte mehrmals den mit deutschen Minen übersäten Ärmelkanal. Die Mannschaft kannte dieses Risiko. Wenn man auf eine Mine traf, war die Erschütterung so stark, dass es einem die Beine in den Körper drückte. Die meisten Leute setzten sich oder nahmen eine lockere Körperhaltung ein.
Die Jeremiah O'Brien überquerte den Kanal 11 Mal, wobei sie jedes Mal Hunderte von Soldaten in die Normandie transportierte. Außerdem war sie mit Panzern, Sanitätswägen, Uniformen, Munition, Dynamit und Nahrungsmitteln beladen. Als die Matrosen in die Nähe der Küste kamen, waren sie auf den Liberty-Schiffen den gleichen Gefahren ausgesetzt wie jene auf den Kriegsschiffen. Wir landeten am Strand. At the beach. Beim ersten Mal lagen wir direkt neben dem Kriegsschiff USS Texas. Wenn sie feuerte, erschütterten die Wellen unser Schiff. Die Truppen mussten an Netzen herunterklettern. Einige waren bereit zu kämpfen. Andere waren zu Tode verängstigt. Ich erinnere mich an einen rothaarigen Soldaten. Er war groß und kräftig. Er war so verängstigt, dass er nicht herunterklettern konnte. Sie mussten ihm auf die Hände schlagen. Es war traurig. Am 11. Juni 1944 wurde die Jeremiah O'Brien von feindlichen Stukas angegriffen. Captain Desmet schrieb dazu: Die Artilleriemannschaft unter der Leitung von Lieutenant Memhart wehrte den Feind mit der 89mm Kanone ab. Ihre Schnelligkeit und Präzision verhinderte einen zweiten Angriff. Bei ihren 11 Überfahrten transportierte die Jeremiah O'Brien 3.492 Soldaten, 1.746 Fahrzeuge und 341 Tonnen Dynamit. Die Küstenwache beschwerte sich allerdings, dass sich die Mannschaft ein Gerät gebaut hatte, um selbstgebrannten Whisky zu destillieren. Wir hatten eine Mülltonne voll mit 120 Litern Maische. Daraus machten wir etwa 1 Liter Alkohol im Monat. Oder in der Woche. Auf jeden Fall hatten wir eine schöne Zeit. Am 1. November 1944 kehrte die Jeremiah O'Brien in den Hafen von New York zurück und wurde auf dem Trockendock General überholt. Sie sollte an einem anderen Kriegsschauplatz eingesetzt werden. Sie pendelte eine Weile zwischen der Ostküste der USA und der Westküste Südamerikas durch den Panamakanal. Da der Krieg nun zugunsten der Alliierten verlief, konnte sie dabei auf eine Eskorte verzichten. Doch die ruhige Zeit endete, als sie in Galveston, Texas, eine gefährliche Fracht an Bord nahm. 10.000 Tonnen Bomben inklusive Sprengköpfen wurden geladen. Sie wurden sorgfältig verstaut und mit Holz verkleidet, damit keine Funken überschlagen konnten. Dennoch war die Mannschaft recht besorgt. Als ich an Bord ging, gab man mir eine Rettungsweste. Ich fragte, was soll ich damit? Gebt mir lieber einen Fallschirm. Munition zu transportieren war wahrscheinlich das Gefährlichste im Zweiten Weltkrieg. Es gab Fälle, in denen munitionsbeladene Schiffe von deutschen Torpedos oder Bombern getroffen wurden. Diese Schiffe flogen einfach in die Luft. Es gab einen großen Blitz, eine riesige Explosion und nichts blieb übrig. Nicht einmal ein Fleck auf dem Wasser. Der einzige Trost war, dass die Menschen an Bord nichts spürten oder wussten, was geschah.
Nach zwei aufreibenden Wochen Ladezeit begab sich die Jeremiah O'Brien unter dem Kommando von Captain Arthur Gunderson zum Kriegsschauplatz im Pazifik. Die Sorge der Mannschaft wuchs, als sich die Reise durch eine kurzfristige Änderung der Route verzögerte. Hinzu kam, dass die Japaner begonnen hatten, Kamikaze-Angriffe gegen amerikanische Schiffe zu fliegen. Unweit der Jeremiah O'Brien wurden andere Munitionsschiffe einfach versenkt. Die Angst war geradezu spürbar. Am ersten Morgen läuteten die Alarmglocken und ich begab mich auf Gefechtsstation. Plötzlich feuerte das 89mm Geschütz auf die sich nähernden Flugzeuge. An Steuerbord befand sich der Kreuzer Portland. Ein Kamikaze-Flieger kam hinter uns zum Vorschein und flog genau auf uns zu. Es war klar, dass er versuchte, uns zu treffen. Dann hat er die Portland entdeckt und drehte nach links ab. Unsere Geschütze trafen ihn und er schlug etwa 50 Meter von der Portland entfernt auf dem Wasser auf. Reporters rush out to relay the news to an anxious world and touch off celebrations throughout the country. Am 2. September 1945 kapitulierte Japan und der Krieg war zu Ende. Abgesehen von ein paar Schrapnelltreffern hatte die Jeremiah O'Brien ihre Gefechte schadlos überstanden. Die Mannschaft hatte überlebt. Die Jeremiah O'Brien erhielt den Befehl, ihre Geschützmunition von Bord zu werfen und sich von der bewaffneten Mannschaft zu verabschieden. Eine lange Reise nach Hause in eine ungewisse Zukunft begann. An Bord waren nun angenehme Passagiere, die australischen Ehefrauen amerikanischer Soldaten. An Deck zog jemand eine weiße Linie und schrieb USA auf die eine Seite und Australien auf die andere. Doch schließlich wurde schnell Freundschaft geschlossen. I only hope my mother-in-law will like me. You bet she will. Der nächste Halt der Jeremiah O'Brien war eher enttäuschend. Am 16. Januar 1945 kehrte die Jeremiah O'Brien mit tausenden anderen Liberty-Schiffen nach Hause zurück. Es gab keine Gala-Empfänge für die müden Matrosen, die ebenso viel für den Gewinn des Krieges geleistet hatten wie jene auf den Kriegsschiffen. Die US-Regierung bildete die Reserveflotte. Sie wussten, dass sehr viele Schiffe vom Krieg übrig waren und sie mussten irgendetwas mit ihnen anfangen. Ein paar der Schiffe verrosteten bereits und man entschied sich, sie zu verkaufen. Die Liberty-Schiffe gingen vor allem an ausländische Dampfschifffahrtsgesellschaften. 10 bis 20 Jahre später waren sie so veraltet, dass man sie nicht mehr brauchen konnte. Sie wurden an Schrotthändler verkauft. Die Jeremiah O'Brien hatte Glück. Sie erregte die Aufmerksamkeit des früheren Marinekapitäns Tom Patterson, der 1943 auf dem Liberty-Schiff gedient hatte. 1962, fast 20 Jahre später, ist er ein Mitglied der Marineverwaltung. Seine Aufgabe war es, die übrig gebliebenen Liberty-Schiffe der Reserveflotte zu überwachen. Als er an Bord der Jeremiah O'Brien ging, wusste er, dass dieses Schiff etwas ganz Besonderes war. Seitdem man das Schiff 1946 stillgelegt hatte, war es nicht mehr bewegt worden. Deswegen war es noch im Originalzustand. Admiral Tom Patterson wollte die Jeremiah O'Brien nicht nur als Museumsstück erhalten, sondern sie wieder fahrtüchtig machen.
Er machte sich keine Illusionen darüber, wie schwierig das war. Das Beste, was wir tun konnten, war, das Schiff ganz unten auf die Schrottliste zu setzen und stattdessen andere Schiffe zu verkaufen, deren Zustand schlechter war. Im Zweiten Weltkrieg hatte man über 2700 Liberty-Schiffe gebaut. Es wäre undenkbar gewesen, alle zu verschrotten, sodass nur noch die Fotos in den Geschichtsbüchern an sie erinnert hätten. Schließlich teilte ihm die Regierung mit, dass sie das Schiff nicht länger aufbewahren konnten. Er musste eine Lösung finden. Es gab keine Organisation, die sich um die Erhaltung alter Schiffe aus dem Zweiten Weltkrieg kümmerte. Es musste auf freiwilliger Basis geschehen. Schnell gründete Patterson einen Verein zur Erinnerung an die Liberty-Schiffe. Dieser berief freiwillige Maschinisten ein, Deckoffiziere, Versorgungsoffiziere und eine Marinemannschaft. Außerdem erhielt er Unterstützung vom National Trust. Wir haben $400,000 erhalten, die wir dann verteilen mussten. Wir haben Arbeitskräfte und Materialien davon bezahlt. Innerhalb von 3 Monaten hatte eine Mannschaft von Freiwilligen das 33 Jahre stillgelegte Schiff wieder funktionstüchtig gemacht. Mit 500 Besuchern an Bord verließ die Jeremiah O'Brien den Hafen und steuerte in Richtung San Francisco. Die Jeremiah hatte die Vergangenheit hinter sich gelassen. Sie war wie ein Geisterschiff, das sich nun völlig frei auf dem Meer bewegte. Als wir an der Werft von Bethlehem vorbeikamen, salutierte man und hisste die Fahnen. In der Werft von Bethlehem in San Francisco wurde die Jeremiah O'Brien General überholt. Die Arbeiten dauerten 6 Monate und kosteten $1,1 Millionen. Das Geld kam aus privaten Stiftungen. Niemand ahnte, dass der größte Auftritt der Jeremiah O'Brien noch kommen sollte. Nachdem die Jeremiah O'Brien 1980 vor dem Schrottplatz gerettet wurde, blieb sie in San Francisco. Sie wurde zum Ausflugs- und Passagierschiff, doch ihr größter Auftritt sollte ihr noch bevorstehen. Die Mannschaft plante eine weitere Mission. Ab 1993 bereiteten wir uns auf den 50. Jahrestag des D-Days vor, der Invasion in der Normandie. Unsere Mannschaft und der Aufsichtsrat votierten einstimmig dafür, das Schiff in die Normandie zurückzubringen. In die Normandie zurückzukehren bedeutete eine 25.000 Meilen lange Reise und einen Kostenaufwand von etwa $2,5 Millionen. Wir wussten, auf was wir uns da einließen, doch das konnte uns nicht aufhalten.
Wir hatten eine ausgezeichnete Mannschaft und wir verließen uns darauf, dass dieses Schiff immer Glück gehabt hatte. Der Finanzierungsaufwand war enorm. Große Firmen und Industrieorganisationen spendeten Geld. Hinzu kamen die Einnahmen aus den Passagier- und Ausflugsfahrten sowie Spenden von Privatpersonen. Die Leute begannen im Schiff zu leben. Sie arbeiteten, als sei es ein regulärer Job, es instand zu setzen. Der Wert der freiwilligen Arbeit von etwa 30.000 Arbeitsstunden rund um die Uhr ist unschätzbar. Sogar Leute, die auf dem Schiff gedient hatten, meinten, es sei unmöglich und man sollte es besser lassen. Die Küstenwache war darüber ein wenig beunruhigt, ein Schiff auf das offene Meer zu steuern, das 1946 stillgelegt worden war. Sie hatten Angst, dass man sie verantwortlich dafür machen würde, wenn das ganze Schiff mitten im Ozean auseinanderfiel. Am 18. April 1994 war das Schiff instand gesetzt. Der 78-jährige Kapitän George John lotste die Jeremiah O'Brien zur Golden Gate Bridge, wo ihre unglaubliche Reise begann. Und das Glück der O'Brien hielt an. Am 6. Juni erreichte das Schiff die Küste der Normandie bei Pointe-du-Hoc zwischen Utah und Omaha Beach, den schlimmsten Kriegsschauplätzen während des D-Days. Es war Frühling und man sah Felder von wilden Blumen, roten und gelben. Ich blickte durch das Fernglas und dachte zuerst, ich sehe weiße Blumen. Doch es waren die Grabsteine der Gefallenen von 1944. Es war atemberaubend. Nur der Gedanke, dort zu sein, zu wissen, was vor 50 Jahren hier geschehen war und wie viele Menschen ihr Leben der Freiheit geopfert hatten. Mir kommen die Tränen, wenn ich darüber spreche. Es war eine einmalige Gelegenheit und ich bin froh, dass ich dabei war. In den folgenden Wochen besuchte die Jeremiah O'Brien Häfen in Frankreich und England. Ihr wurde überall ein herzlicher Empfang bereitet. 140.000 Besucher kamen an Bord. Nachdem sie ihre Odyssee beendet hatte, fuhr sie am 22. Juli zurück nach Hause. Am letzten Tag der Reise sollten wir um 8 Uhr unter der Golden Gate Bridge sein. Um 8.04 Uhr kamen wir an. Nach 5,5 Monaten und etwa 29.000 Kilometern waren wir leider nicht ganz pünktlich. Bei der Brücke waren etwa 200 Schiffe. Yachten, Fähren, Schleppboote, Ausflugsboote, Kajaks, alles Mögliche. Wir waren erstaunt. Als wir unter der Brücke hindurchfuhren, warfen Menschen Blumen an Deck. Wir dachten, es regnet. Das Ende dieser Reise bedeutete nicht das Ende für die Jeremiah O'Brien. Die Jeremiah O'Brien liegt heute vor Fisherman's Wharf in San Francisco. Das Schiff fährt regelmäßig in die Bucht hinaus. Es wird von der Küstenwache und der amerikanischen Schifffahrtsbehörde instand gehalten. Es ist ein aktives Schiff der Handelsmarine. Es ist nun über 60 Jahre alt. Die Mannschaft besteht aus Freiwilligen, die sehr stolz auf ihr Schiff und auf dessen Geschichte sind. Jemand sagte neulich, wenn du dich einmal in sie verliebt hast, lässt sie dich nicht mehr los. Das stimmt. Sie wird ein Teil von dir. Sie ist Teil der Geschichte. Manchmal ist es am wichtigsten, sich an die einfachen Menschen zu erinnern. Jene, die ihre Pflicht taten. Sie taten, was zu tun war.